Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Die Beherrschung der deutschen Sprache ist ein Schlüssel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ich glaube, das sollte hier auch unstrittig sein. Unter dem Begriff der Bildungssprache ist allerdings nicht lediglich die Fähigkeit zur sprachlichen Verständigung zu verstehen. Vielmehr geht es um die differenzierte Nutzung sprachlicher Mittel und die sprachliche Erfassung sowie Kommunikation komplexer Zusammenhänge. Und ja, dazu braucht es eine gute Sprachbildung und Sprachförderung an hessischen Schulen. Es stellt sich aufgrund gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse tatsächlich die Frage, wie man sicherstellen kann, dass Kinder im Grundschulalter einen ausreichenden Wortschatz beherrschen, um am Unterricht teilhaben zu können. Hier geht es auch und vor allen Dingen eben um Kinder, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist bzw. deren Eltern und persönliches Umfeld die deutsche Sprache nicht sprechen oder beherrschen. Die weitergehende Frage ist dann, inwiefern und unter welchen Voraussetzungen Schule weitergehende bildungssprachliche Kompetenzen vermitteln kann, um ihren Sprachgebrauch aufzugreifen. Aber auf beide Fragen haben Sie nur unzureichende Antworten. Zum einen soll die Stundentafel in der Grundschule um eine Stunde Deutsch erweitert werden. Dafür wurden jetzt, wie angekündigt, die Stellen im Haushalt dafür bereitgestellt. Das klingt ja erst einmal verlockend. Es wird sich aber dann auch zeigen müssen, Herr Schwarz, inwiefern Sie in Zeiten des akuten Lehrkräftemangels, den wir hier schon sehr oft drauf und runter diskutiert haben, vor allem an den Grundschulen gut ausgebildete Lehrkräfte für diese zusätzlichen Stellen bekommen wollen. Das müssen Sie uns auch einmal verraten. Und wenn Sie jetzt die Relevanz der Primarbildung so hervorheben, sehr geehrte Damen und Herren der regierungstragenden Fraktionen, Sie haben ja vollkommen recht, in der Grundschule werden alle Grundlagen für den Bildungsweg gelegt. Aber dann können Sie doch wirklich nicht mehr Ihre Verweigerungshaltung gegenüber der Gleichstellung von Grundschullehrkräften nicht mehr aufrechterhalten. A13 für alle, das haben Sie eigentlich gerade schön argumentiert, das muss drin sein. Da müssen Sie Ihre Weigerungshaltung endlich aufgeben. Außerdem brauchen wir auch die Arbeitsbedingungen, gute Arbeitsbedingungen an den Grundschulen, weil genau dann können nämlich die Lehrkräfte, die das eben in der Praxis dann umsetzen, was sie gerade so schön hochgehalten haben, auch gut umsetzen. Und ich glaube, die Lehr- und Lernbedingungen müssen da endlich verbessert werden. Das hat jetzt erstmal nichts vornehmlich mit dem Kultusminister, sondern mit den vielen engagierten Lehrkräften in Hessen zu tun, Herr Schwarz. In der Bildungsforschung geht nun aber sowieso eher davon aus, dass Bildungssprache nicht durch eine bestimmte Anzahl von Deutschstunden vermittelt wird. Vielmehr müsse man, ich darf zitieren, Frau Präsidentin, die sprachliche Verfasstheit des Lernens selbst anschauen, reflektieren, erproben und sich die bildungssprachlichen Potenziale auf diese Weise verfügbar machen. Das ist für alle Fächer und auch für den Deutschunterricht Neuland. Hier sind Ideen, Konzepte und Modelle erst zu entwickeln. Hierzu gehört etwa das Prinzip einer durchgängigen Sprachbildung. Es bezeichnet das Ziel der Nachhaltigkeit der Sprachförderung durch fächerübergreifende und schulstufenübergreifende Kooperationen. So Helmut Falke, der Germanistik an der JLU Gießen. Also ob wir wirklich eine Stunde Deutsch in der Woche dadurch quasi einen erwünschten Erfolg bekommen, das kann durchaus bezweifelt werden. Vielmehr müsste hier grundlegender und fächerübergreifender gedacht werden, um die Bildungssprache der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Die zweite Maßnahme, verpflichtende Vorlaufkurse, das haben Sie gerade ausgeführt, für Kinder, die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, um eingeschult zu werden, ist bei der CDU, das haben Sie schon gesagt, hoch im Kurs. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann, von dem Sie gerade schon berichtet haben, hat im letzten Jahr damit eine bundesweit aufgeregte Debatte losgetreten. Vor allem um die Frage, ob Kinder in solche Vorklassen auch zurückgestuft werden können, das sorgt für große Kritik. Der Verband Bildung und Erziehung nannte die Forderung Linnemanns, die Sie jetzt auch hier vortragen, gemeinsam mit den GRÜNEN, eine Bankrotterklärung der Politik, die zudem diskriminierend sei. Es läuft doch darauf hinaus, dass vor allem Kinder mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung zurückgestellt werden würden. Das sagte der Vorsitzende der VBE, Udo Beckmann. Auch viele GRÜNE kritisieren den Vorschlag. Aminata Touré, Landtagsabgeordnete der GRÜNEN in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Sie kam in den 90er Jahren mit ihren Eltern als Asylsuchende nach Deutschland. Sie schrieb auf Twitter, dass Parallelgesellschaften, die Linnemann beklagt hatte in seinem Tweet, wegen fehlender Kontakt zur deutschen Bevölkerung entstünden und nicht wegen fehlender Sprachkenntnisse. In Hessen gibt es ja schon diese Vorlaufkurse auf freiwilliger Basis. Ob diese überhaupt etwas bringen, das wissen wir aber, entgegen wie Sie es behauptet haben, eben nicht. Es gibt keinerlei Evaluation davon. Mona Masumi vom Lehrerbildungszentrum an der Uni Köln hat für das Mercator-Institut die Sprachförderangebote in Deutschland analysiert und verglichen. Das Fazit? Integrative Modelle, also dort, wo Kinder gemeinsam im Klassenverbund lernen und nicht in gesonderten Vorklassen, seien genau diesen leicht überlegen.
Bevor man sich jetzt hier überlegt, das Modell der Vorlaufkurse verpflichtend zu machen, müsste man doch zu. Frau Kulle, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Aber jetzt will ich erst einmal fortführen. Müsste man doch zunächst erst einmal dessen Nutzen nachweisen. Ich finde es schon schockierend, dass die Grünen hier mitgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorklassen haben doch ein ganz grundsätzliches Problem. Damit wird doch bereits vor der Grundschule selektiert, also zu dem Zeitpunkt, wo man doch eigentlich bewusst auf Selektion verzichtet. Studien belegen außerdem, dass Schülerinnen und Schüler, die später eingeschult wurden oder zurückgestellt wurden, schlechtere Schulempfehlungen bekommen als andere Kinder. Eine Vorschulpflicht für Migrantinnen und Flüchtlingskinder und all jenen, die noch nicht gut Deutsch können, das geht gar nicht. Stattdessen wäre es notwendig und sinnvoll, den herkunftssprachlichen Unterricht anzugehen. Bis 1999 wurde er ausschließlich durch Lehrkräfte des Landes Hessen erteilt, bis unter Ministerpräsident Koch die Verantwortung in die jeweiligen Konsulate übergeben wurde. Damit hat das Land Hessen die Verantwortung und Kontrolle über diesen Unterricht leider aus der Hand gegeben. Dabei sollte Mehrsprachigkeit in Schule und Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein. Die sprachliche Vielfalt der Schülerinnen und Schüler sollte als pädagogische Ressource statt als Defizit aufgefasst werden. Das schließt die Sprachförderung übrigens also in Deutsch überhaupt nicht aus. Im Gegenteil. Studien belegen, dass die Pflege der Herkunftssprache nicht nur die Sprachkompetenz festigt, sondern eben auch den Erwerb der deutschen Sprache positiv beeinflusst. Sprachenlernen fällt umso leichter, je mehr Sprachen man spricht. Wer die Bildungssprache Deutsch also stärken will, muss also den herkunftssprachlichen Unterricht stärken. Und dazu gehört, dass dieser wieder in die Verantwortung des Landes Hessen übergehen muss, um ihn dann weiter auszubauen und zu professionalisieren und als gleichwertiges Unterrichtsfach aufzustellen. Dabei müssen auch endlich die Lehrkräfte, die diesen erteilen, selbstverständlich ihren Kolleginnen in Bezahlung und Arbeitsbedingungen gleichgestellt werden. Besonders schräg finde ich, dass Sie sich für Ihr Sprachförderkonzept feiern, aber gleichzeitig die Sprachförderung an beruflichen Schulen herunterfahren. Aus dem InteA-Programm sollen laut Ihrem Haushaltsplan 159 Stellen sozusagen verschoben werden, rausgestrichen werden. Dies wird nur durch rückläufige Flüchtlingszahlen erklärt. Aber ob die Menschen, die sich jetzt im Programm befinden oder sich befunden haben, weitere Bedarfe haben, das spielt überhaupt keine Rolle in der Argumentation. Wer mit Menschen aus der Praxis spricht, der weiß, dass diese InteA-Klassen mit ihren 2 Jahren Laufzeit und mangelhafter personeller Ausstattung viel zu kurz greifen. Praktikerinnen und Praktiker fordern schon lange, InteA-Klassen müssen auf mindestens 4 Jahre verlängert werden, und die Aufenthaltssicherung der Jugendlichen während des Schulbesuchs muss gesichert werden. Aktuell verlassen leider die meisten jungen Menschen die InteA-Klassen ohne ausreichende Deutschkenntnisse, um eine Ausbildung zu beginnen, und landen dann in prekären Arbeitsverhältnissen. Man kann sich nicht gleichzeitig dafür feiern lassen, die Bildungssprache Deutsch zu fördern und gleichzeitig die eh schon prekäre Sprachförderung weiter zusammenkürzen. Insgesamt ist dieser Maßnahmenkatalog vielmehr ein Griff in die tiefschwarze Mottenkiste als eine der vielfältigen Gesellschaft angemessene Sprachbildung oder Förderung. Vielen Dank.